Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded. Wir werden uns heute mal damit befassen, zum einen erstmal ein paar Smoothies zu machen. Damit wird das Kampfsystem hoffentlich ein bisschen leichter. So, und zwar gibt's hiermit grüne Smoothies. Und diese Smoothies geben dir Heilung. Und ich glaube sogar Sofortheilung. So, das hauen wir mal gerade durch hier. Haben wir da ein paar von? 10 Stück, jawohl. So, dann gucken wir uns die einfach mal an. Genau, die geben einen mehr Stamina, Heilung und löschen den Durst. Und dann gucken wir, trinken wir direkt mal ein. Jawohl, die heilen dich ein Stück hoch. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, dann wollen wir uns heute damit befassen, einmal die Worker Ants zu erledigen. Vielleicht nicht alle, aber zumindest schon mal ein paar. Und danach nehmen wir uns noch eventuell Stinkbug und Bombardierkäfer vor. Was wollte ich noch holen? Genau, ich habe hier die Kisten so ein bisschen markiert nach Farben. Also hier so graues Blatt sind so Steinsachen. Was kostet der Endclub in der Reparatur? Den brauchen wir schnell. 3. Okay, dann machen wir das anders. Lassen wir das hier und nehmen einen ganzen Stack mit. Dann haben wir auch genug. Genau. Und dann haben wir hier tierische Teile, grüne Sachen, braune Sachen, Werkzeuge, Waffen und so weiter. Wie man das macht, kurz gezeigt. Hier unten Customize Marker. Und dann kann man hier genauso wie bei den Wegmarkern da ja, Farbe und Dings, hier dieses Zeichen dafür auswählen. So, genau, dann habe ich hier hinten das Bettchen hingestellt und noch ein paar Puppen. Die werden wir auch nochmal aufbauen. Für den Moment will ich aber hier noch das Zementzeug nutzen, was ich habe, und hier mal die Löcher stopfen. Jawohl, soweit es denn geht. So, gut, dann gehen wir jetzt mal runter und kümmern uns mal um so ein paar Worker Ants und vielleicht sogar den Bombardierkäfer. Ich glaube, der stiefelt hier auch rum. Sehen wir dich? Da unten ist Marienkäfer, da brauchen wir aktuell keine von. Dann lassen wir die mal schön in Ruhe. Da ist der Bombi. So, komm. Aua. Gut, da kann man natürlich nicht so gut blocken. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Kannst du mal aufhören, mich ständig abzufeuern? Okay. Das war ja schon mal ein großer Fail. Also, der liebe Bombardierkäfer scheint uns tatsächlich nur zu befeuern. Ich dachte, der macht auch irgendwie so eine Melee-Attacke. Gut, Denken wird völlig überbewertet. Uns mal schnell den Rucksack zurück. Haben wir alles. Bringen uns noch mal kurz in Sicherheit. Dass wir uns hier ausstatten können. Da unten ist die Sau. Er hat mich schon wieder. Gut. Anziehen, anziehen, anziehen. Der Rest ist, glaube ich, wieder da, wo er hingehört. Und das können wir noch nehmen. Müssen wir auch mal austauschen. Gut. Also, erster Versuch. Wie spät haben wir es? 19 Uhr. Ja, komm doch. Wir versuchen es nochmal. Was soll der Geiz? Da ist er. Betäubt ist er. Und noch ein. Und noch ein. Haben wir dich. Na, das war ja doch einfacher, als ich dachte. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Ich glaube, wir können schlafen. Müssen wir da eigentlich irgendwas analysieren oder kennen wir die schon? Ne, die kennen wir schon. Schauen wir mal. Hier fehlten doch Bombardierparts, oder? 5 Stück. Wie viel habe ich? 5. Heben wir uns aber noch für den Moment auf. Das finde ich jetzt aktuell nicht so cool, die dafür zu benutzen. Nee, muss nicht sein. Dann gehen wir jetzt einmal schnell schlafen. Dann haben wir den Bombi ja schon erledigt. Dann machen wir danach mal ein paar Ameisen. Und ich glaube, die Stinkkäfer sind in der gleichen Richtung. So, da sind wir wieder. Und los geht's. Also, Dandelion Tuff tauschen wir unterwegs aus, wenn wir was dafür finden. Und ansonsten gehen wir Richtung Ameisen. Gucken wir mal. Hier war doch vorhin immer alles voll mit den netten Tierchen.
Gerade alle zu Hause, oder wie? Ich höre doch hier was. Was höre ich denn da? Was höre ich denn da? Ich weiß es nicht. Egal. Da ist doch eine Ameise. Hallo? Okay, die sind ja doch ein bisschen einfacher geworden, die netten Tierchen. Sonst noch was zu sehen hier? Nope. Gut, dann gucken wir mal, ob es hier ein bisschen Harz gibt. Können wir noch ein paar Bandagen basteln. Da gibt's was. Ein Harz. Zwei Harz. Da vorne sind die Stinky Bugs. Die wollen wir uns auch ranholen. Gab's hier Spricks? Nee. Nicht Spricks, Plant Fiber suchen wir. Plant Fiber, hier kriegen wir einen Dandelion Taft. Holen wir uns das mal schnell. Ich glaube, da kriegen wir auch Plant Fiber raus. Jawohl, das sieht gut aus. Hier haben wir noch was und da haben wir noch was. Wo sind jetzt die Tufts? Tufts? Hallo, Tufts? Da. Trash. Aufheben. Und dann wollen wir so eine Dinger hier basteln. Geht nur einer? Geht nur einer. Reicht mir aber auch für den Moment. So. Sortieren hier mal ein bisschen rum. Also, das geht dahin, das geht dahin. Dann haben wir die ganze Geschichte zum Heilen jetzt hier hinten. Das ist schon okay. Perfekt. So. Vollgeheilt sind wir. Futtern wir noch mal ein bisschen was. Und trinken noch ein bisschen was. Und dann gucken wir mal, was wir machen müssen, um hier mit den Jungs hier klarzukommen. Wo seid ihr denn da vorne? Mal Ausdauer regenerieren und gucken, ob wir die einzeln kriegen, die Stinker. Hey, waren die nicht eben noch hier? Oh! Ja! Waren sie! Ich gehe mal hier hin. Sehr schön, hast du da alles eingewölkt. Hier bin ich. Komm her. Jetzt sind es doch zwei geworden. Ich muss aus dieser Wolke raus. Hauen wir uns einen Smoothie rein und eine Bandage. Okay, wenn ihr da so stehen bleibt, machen wir es doch so. Das war wieder der einfache Weg, die zu nehmen. Aber da die zu zweit sind, machen wir das so. Ich hau jetzt den einen erstmal weg. Und dann nehme ich den zweiten gleich im Melee. Das finde ich, glaube ich, eine coole Idee. Kurz einmal warten. Eieiei, die fressen aber Pfeile ohne Ende. Jetzt haben wir auch den Hund wieder im Hintergrund. Wenn das zu doll sein sollte, dann werde ich hier den Ton mal rausnehmen. Mehr ein bisschen Musik dahinter packen. Ist ja eh gerade sehr eintönig. So, der erste dürfte gleich erledigt sein. Zack, das war's. Und den wollten wir im Nahkampf machen, damit wir hier nicht gleich noch die Geschichte haben, dass das Ding kaputt geht. Machen wir das mal so. So, hallo mein Lieber. Attacke. Ach, du blöde Dampfnelke. Komm her. Spring nicht an. Jawohl. Ich muss aus dem Dampf raus. Hauen wir uns noch einen Smoothie rein. Komm her. Ja, die gehen im Nahkampf auch. Und noch einmal. So, und dann gab es hier oben auch noch Stinky Bug Parts und haufenweise Pfeile. Ich finde das cool, wenn sie hier mal so eine Heb-Alles-Auf-Funktion einführen. Bei Night of the Dead, was ich ja jetzt auch angefangen habe zu spielen, haben sie das, glaube ich, direkt im ersten Hotfix von Hebe einen Pfeil auf zu Hebe alle Pfeile auf, beziehungsweise Hebe alles auf, was auf dem Boden liegt. Das fand ich relativ cool gemacht.
So, jetzt haben wir zwei von denen erledigt. Wir haben 6 von diesen Parts und 2 von denen. Ziel des Ganzen war ja hier, so einen Insektenhammer zu bauen. Da brauchen wir 4 Stück. Und Boiling Gland, wo kriegen wir die denn nochmal weg? Wo sind Boiling Glands? Acid Gland. Gnetfass, Ladybug, Boiling Gland. Vom Bombardier. Ja gut, alles klar, das kriegen wir hin. Ja, nutzen wir gerade die Gelegenheit und laufen nochmal schnell zum Ameisenhügel. Der war doch hier auch irgendwo. Sind wir hier? Was ist das da? Ach ja, richtig, die Videokassette. Nee, falsche Richtung. Halt, habe ich den Ameisenhügel nicht sogar markiert? Offensichtlich nicht. Oder nicht richtig. Ja, habe ich gar keine Quest für bekommen bis jetzt. Gut, aber ich bin mir sicher, wir finden den Weg auch so. Was rennt da hinten rum? Marienkäfer. Ach, herrje, Leute. Ich bin in dem Infected-Gebiet. Da wollte ich doch gar nicht hin. Das ist ja nicht so schön. So, wir laufen jetzt einfach schnurstracks zur nächsten Forschungsstation. Und das ist diese hier hinten. Gucken, ob wir da am Ameisenbau vorbeikommen. Ein bisschen orientierungslos heute. Hier ist die Hake. Und Ameisen sieht man auch keine, wenn man sie braucht. Wie will's? Ameisen. 1. Oh, eine neue Mutation. Cool. Was haben wir hier noch? Hüpf. So, haben wir jetzt ein paar Ameisen erledigt für den Moment und weiter zur Forschungsstation. Da ist sie auch schon. So, dann gehen wir hier mal fix rein. Und guck mal, wir haben das zum Analysieren. Raboms. Insekthammer kennen wir schon. Dann haben wir das Fungal Growth Zeug zu analysieren. Okay. Und das haben wir noch zu analysieren. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal noch den Tier 2 Bogen mal bekomme. Aber scheinbar nicht. Gut. So, wir haben Bombardier, wir haben Stinkekäfer. Was wollen wir denn noch? Ach ja, Ameisenhügel war noch der Plan. Von hier müsste ich den aber relativ gut finden. Der war nämlich einfach hier in diese Richtung. Da ist er auch schon. Dann holen wir uns jetzt die restlichen Arbeiterameisen, hauen uns noch den Smoothie rein und ein paar Pilze. Das genügt für den Moment. Aber hier war doch immer irgendwo so ein riesen vollgebackter Haufen. Glaub nicht. Nehmen wir uns noch ein bisschen Harz mit. Können wir noch ein paar Bandagen bauen. Ups. Zack. Tatsächlich die Marker-Quest hier noch nicht bekommen. Was haben wir hier? Gas aus. Die brauchen wir auch nicht. 1. Fehlen wieder Plant Fibers. Ah gut, da kommen wir ja dran. So, meine Freunde. Wo seid ihr denn? Haben wir hier mal irgendwen? Hallo? Ameisen. Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Hat nicht geklappt mit dem Equip. So, Kämpfer, hm? Nicht ganz das, was ich wollte. Warum betäube ich dich denn nicht? Jetzt. Oh, Cardio-Fan bin ich auch noch. Herrlich. Kriegen wir noch ein paar. Oh, noch einer. So, schlafen. Danke. Hammer. So, aber ich wollte Arbeiterameisen. Wo seid ihr denn hin? Da ist keine Arbeiterameise. Gehen wir mal hier hin. Hier war noch diese lustige Brutkammer.
Ist ja schon wieder wie ausgestorben hier drin, was? Da was in der Wand? Klang so. Da haben wir noch mal so einen hier. Komm, hau rauf. Da gibt's wohl noch einen. Hallo. Die drücken ganz schön auf die Tube, die Jungs. Komm, geh schlafen. Und da haben wir's doch. Nehmen wir alles auf. Wie viel Platz? Och, da ist schon wieder rappevoll. Haben wir was verloren hier? Eigentlich wollte ich gucken, ob ich ein paar Ameiseneier irgendwie auftreiben kann. Weil ich habe gerade nichts, was ich droppen könnte. Oder auch droppen wollen würde. Gucken wir mal. Ich flitze hier mal durch. Mal einmal schnell gucken, ob es da Eier gibt. Und einmal schnell hier. Ach so, kann ich hier unten gar nicht einsetzen. Bin ich jetzt wieder zurückgeschwommen? Ja, ich bin wieder zurückgeschwommen. Ist wieder so typisch ich. Unter Wasser essen? Geht. Cool. So, hier war doch irgendwo der Raum, wo ganz viele Tierchen drin waren. Ich bin doch schon wieder zurückgeschwommen, oder? Wie mache ich das nur immer? Egal. Wir wollten Arbeiterameisen. Die scheinen wir hier nicht zu bekommen. Gehen wir doch mal hier weiter runter. Ja, komm. Hammer. Ach, da war ein Worker Ant wohl auch bei. Gut, brauchen wir noch einen. Haben wir den auch. Oder die zählen auch mit. Wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Da vorne ist noch einer. Hallo, Kumpel. Komm her. Bums. Und noch eine Rutsche. Schlaf! Sehr schön, jetzt schläfst du. Raw Science. So, und hauen wir uns noch einen Smoothie in den Kopf. Mal gut, dass die einfach zu beschaffen sind. Und dann laufen wir mal ganz geschwind hier rein. Ich will nur gucken, ob es Eier gibt. Wenn ja, hau ich mir meinen letzten Smoothie in den Kopf. Habe ich Platz für Eier? Kann ich die aufheben? Offensichtlich nicht. Okay, dann gehen wir wieder weg. Nein, das war nicht der Plan. Nektar. Aber auch hier gibt es keine Eier. Dann gibt es Bold Meat, Nektar, Apple Bits. Apple Bits. Hotdog Nuggets. Machen wir so. Billy Hotdog. Oh, ein bisschen mal einsammeln hier, so ein Stack voll. Oh, hier gibt's auch Cookie Sandwich. Okay, pass auf, da muss ich doch ein bisschen Inventarplatz schaffen. Komm, dich brauchen wir nicht. Trash. Dich brauchen wir auch nicht. Trash. So, weil Billy Hotdog, Apple und Cookie. Weil damit konnte man, glaube ich, auch einen Smoothie machen. Sammeln wir mal alles ein, was wir hier kriegen. Von diesem Ding. Den Burger Chip hier hatte ich schon, ne? Ja, da liegt er. Lara. Gut. Also, die Ameisen habe ich fertig. Jetzt laufen wir einfach nur raus aus dem Haus. Einfach nur raus. Raus, raus, raus. Lauf, 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 lauf. Und dann machen wir mal einen Abstecher nach Hause. Gucken mal, was wir mit unseren neuen errungenen Sachen so zusammenbasteln können. Immer weiter.
Weiter. Da sind wir. Zu Hause ist da lang. Laufen, hier dran. Ja, Plantfiber sammeln wir noch ein auf dem Weg. Und schau mal, die nehme ich auch mal mit hier. Kann ja hier die Welt nicht so unordentlich lassen, ne? Guck, die sind wieder da. Kann ich die auch gleich nochmal abholzen. Alles wieder respawnt, das ist schön. Da rein. So, und dann gehen wir als erstes mal hin und räumen hier ein bisschen die Kisten aus. Hier in die Tierbox wollen wir. Die weg. So, jetzt haben wir erstmal alles an Tierzeug beseitigt, ne? Ist das Lehm? Ne. Gucken wir gleich mal, was ich da aufgehoben habe. So, dann gucken wir hier rein. Ein Apfel, einer von denen und ein Hotdog, sowas. Craft. So, wie viel hatten wir jetzt von dem ganzen Zeug? 5 ist das Zauberwort. Nee. So machen wir das nicht. Kann ich da... Ach, ich mach das einfach so. Da müsste ich ja 5 Stück rauskriegen. Craft. Und das heben wir uns auf. So, das hätten wir schon mal. So, dann schmeißen wir das mal. Habe ich gar keine Truhe für Essen? Tatsächlich nicht. Ist ja hochinteressant. Machen wir das Essenszeug erstmal hier in die Werkzeugkiste dann. Ach so, Moment, doch, ich habe das Zeug hier bei den Waffen reingepackt. Da sind nämlich schon die Taucher-Smoothies drin. Machen wir alles so, dann sind wir da schon mal glücklich. Gucken wir mal gerade schnell, ob wir hier noch eine Bandage zusammengebastelt kriegen. Kriegen wir auch hin. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier an Animal Parts haben. Das habe ich gesehen, brauchen wir für irgendwas. Das habe ich gesehen, brauchen wir für irgendwas. Die brauchen wir definitiv für irgendwas und auch die. So, und dann gehen wir einfach mal gucken, was wir bauen können. So, hierfür brauchen wir Bovis. Bovis haben wir, ohne Ende sogar. Komme ich da so dran? Da war's. Kurz habe ich es gesehen. Jetzt. So, dann machen wir ein paar... Bovis, da sind sie. 1, 2, 4. Zack, Hammer. Und dann gucken wir nochmal weiter. Workbench Tools. Ist auch nett. Dem wollte ich eigentlich. Dafür brauche ich das Leather. So, dann gucken wir hier. Und dann holen wir uns hier die Gasmaske. Brauchen wir noch Weevil Nose und Gnetfass. Das haben wir beides. Evil Nose, Netfass. So, Gasmaske haben wir. Das hilft uns schon mal weiter. So, dieses ganze Zeug lassen wir dann erstmal weg. Wie gesagt, Insektenhammer, dafür müssen wir Berry Leather holen. Ich denke, das wird dann einer der nächsten Ausflüge werden, dass wir das Zeug besorgen können. Ja, ich denke, das wird so sein. Dann schmeißen wir den Rest erstmal wieder hier rein. Andersrum. Von oben nach unten. Haben wir das ganze Tierzeug jetzt weg? Jawohl, haben wir. Die Gasmaske behalte ich mal am Mann. Ja, Rüstung habe ich eh an. Hier ist das grüne Zeug. Schmeißen wir das da rein. Dann haben wir alles. Jawohl. So. Und dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Wolf Spider, die Quest ist fertig. Dann würde ich doch glatt sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle.
Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal um dieses Berry Leather. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis morgen. Tschüss.